Ein freundliches Hallo zurück bei Sid Meier Civilization Numero 6. Ich kann hier keinen Krieg mehr führen, weil ich Frieden geschlossen habe. Ist ja albern. Eine Produktion, eine Wassermühle vielleicht. So, der kriegt auch nochmal einen Bonus. Die werden sich heilen. Die verschanzen sich. Die verschanzen sich. Die Feldkanone. Schieben wir mal aus dem Weg. Und verschanzen sie. Der macht mir jetzt als erstes mal Nahrung. So. Wie, ich habe Kumasi verloren. Zackt. Ein gutes Kumasi. Das war mir heilig, das war mir wichtig. Ah, was ist denn mit dir jetzt auf einmal los? Ich habe mit allen Frieden geschlossen, ja? Ich hab dich unterstützt im Kampf gegen Brasilien. Jetzt kommst du mir so. Ich bin gerade dabei, meine gesamten Kriegseinheiten hier zur Ruhe zu setzen. Kein Geld mehr noch, einen Siedler zu kaufen. Zu viel Geld ausgegeben für anderen Quatsch. Ich hätte so gerne mal Kohle, aber gibt's hier nirgendwo. Ein Amphitheater. Und auch mal cool. Ja, wir werden jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Jetzt im Moment bin ich von der gesamten Welt denunziert. Das sind die Nebenwirkungen des Krieges. Da macht man sich auf der Welt nicht sehr beliebt. Ein englisches Panzerschiff. Aber langsam werden die anderen militärisch auch stärker und ihr müsst jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ich kann mich nicht mit der ganzen Welt gleichzeitig anlegen. Die Erfahrung zeigt, wenn sich Deutschland mit der ganzen Welt gleichzeitig anlegt, dann gibt das ziemliche Probleme. Das Schöne ist, die Lisbeth ist momentan ganz viel, Lisbeth sag ich, die Victoria, ganz viel hier gegen Brasilien am Kloppen. Wenn die mir jetzt plötzlich blöd kommt, habe ich hier ganz schnell meine Einheiten Richtung London verschoben. Kenne ich nix. So, trotzdem trauen wir zum Schutz, glaube ich, jetzt langsam wieder mal eine Stadtmauer. So. Wir haben ja alles gemacht, was zu machen war. Wir hätten noch mehr Salpeter. Wahnsinnig viel Eisen und Salpeter und Pferde habe ich auch ganz viele. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nö, ne? Nein, ich bin hier eigentlich im Großen und Ganzen versorgt. Kriege ich die mal darüber. Die machen wir jetzt auch ein Schläfchen. So. Ich habe jetzt hier ganz gediegen die gesamte Karibik blockiert. Karibisches Handelsembargo. Ach, Johann Wolfgang, töte. Ach, der hat Kohle.
Na, sind immer abgebaut, der Idiot. Mein Angebot. Das kriegst du nicht. Für die Diamanten kriegst du gerne deinen Spion wieder. Den du unverschämterweise in mein Gebiet geschickt hast. Ich könnte hier übrigens gleich mal bei meinen großen Werken gucken. Nachdem ich eine Nicht-Marktwirtschaft gesehen hatte, verstand ich plötzlich viel besser, was mir an einer Marktwirtschaft gefiel. Freibeuter können wir jetzt machen. Lagermodernisierung halt, ja, halt mehr Dinge zerdönen, so, aber das lassen wir mal, wie es ist. So, und ich habe einen Spion. Toll. Ein Spion hier hinschicken ist ja total öde. Ein Spion nach Rio de Janeiro schicken. Das ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu weit. Alles ein bisschen langweilig. Warum sind die denn verschieden markiert hier? Schicke ich den denn jetzt hin? Ich schicke ihn doch nach Susa. Da sind wir wenigstens schnell drüben. Baut 7 unterschiedlich, das haben wir. Bauwesen können wir machen. Wolkenkratzer. Hügelbauernhöfe. Feuchte Tische, das haben wir schon gemacht. Ja. Bringt wieder 2 Gesandte. Schön. Wie geht's eigentlich der Regierung? Wie macht ihr Ding? Was macht meine Religion? Ist nicht machbar. Kann man nichts machen? Gut. Was wollte ich eigentlich gucken? Große Persönlichkeiten. Gibt's bald immer wieder einen Admiral oder auch einen Schriftsteller? Schön, das wollte ich eigentlich gucken. Gucke mal, ich habe hier im Amphitheater von Pella habe ich ganz so viele schöne Literatur und hier habe ich auch Literatur. Ist ja nett. Duspa! Kann producen. Was produzierst du denn mal? So ein bisschen mehr Kultur wäre schon. Oh Gott, das dauert alles ewig hier. Ja, komm, Stadtmauern sind auch hier mal nicht falsch. Köln. Gott, eine Wassermühle. Da ist halt Petermine. Und das war's auch schon wieder. So, das Bündnis mit Kleopatra hat sich aufgelöst.
Brasilien hat die bösen Taten Persiens denunziert. Ja. Pi oder Tabak? Oder Kuba? Tabak. Und die große Persönlichkeit, ein großer Künstler ist eingetroffen. Ist ja nett. So. Ich muss meine Werkstatt reparieren, nachdem der blöde Spion hier rumrandaliert hat. Wir haben einen großen Künstler und der muss auf einem Zirk oder Wunder besetzt, der es einen leeren Platz des richtigen großen Werk hat. Ach ja. Garten der Lüste, religiös. Apadana. Und... okay. Dann muss ich den darüber schicken. Dann kann der mir kunstvolle Sachen produzieren. Sehr schön, das. So, was haben wir hier? Ein Handwerker? Wollte ich den nicht dahin schicken? Darmstadt ist gleich mit der Unität fertig. Das gefällt mir gut. Babam. Und ich bin in der Modernen. Benjamin Franklin mag die Elektrizität entdeckt haben, aber es war der Mann, der den Stromzähler erfand, der dadurch reich wurde. Ja. Fürwahr. Fürwahr. So. So, ja, du machst Päuschen. Forschung wählen. Dort eine Kohlemine würde ich immer noch gerne, aber jetzt brauche ich eigentlich im Moment erstmal nicht mehr so. Ich gehe mal auf die Luftfahrt. Das ist nämlich auch mal ganz witzig. Das kann eben später auch nochmal viel bringen. So, meine Fabrik muss ich reparieren. Dankeschön. Und du machst mir ein Kunstwerk. Der Garten der Lüste. Von Hieronymus Bosch. Dankeschön. Plantage. Zu viele Einheiten. Oh, Kyros Nemesis. Kann sich jetzt mal heilen. Und ab in die nächste Runde. Mittlerweile 1818. Wir befinden uns schon in der Modernen. Ihr seid schlimmer als Brutus und Cassius zusammen. Die Welt wird die Wahrheit erfahren. Was wollt ihr denn alle? Ich hab doch Frieden mit allen geschlossen. Mein Gott. So, Weltgeschichtsriptykon. Der Kerl macht seltsame Bilder, muss ich gerade mal sagen. So, eine Produktion in Wiesbaden ist dann
vielleicht mal ein Amphitheater jetzt noch mal. Wegen der Kultur. So, und du machst mir einen Siedler. Hoppla, Entschuldigung. Oder vielleicht auch erst noch mal eine Wassermühle. Wie lange dauert hier ein Siedler? Noch länger. Das ist elendig. Warum dauert das überall so lang? Ja, die brauchen einen Unterhaltungskomplex. Die sind am Rumheulen. Ganz fürchterlich. Muss mich mal um die kümmern. Die haben immer noch keine Stadtmauern. Hier könnte ich einen Seehafen machen. Ist auch schön. Das dauert mir aber auch noch zu lang. Im Moment dauert mir das alles zu lang. Wer braucht hier schon wieder Befehle? Ach du. Was ist denn los mit dir? Wer bist du? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Wissen wir nicht. Geh mal darüber. Was kostet denn im Moment ein Siedler? 935. Spare ich lieber weiter Geld und kaufe mir den Siedler dann. Das geht schneller, als wenn ich ihn ausbilde. Ich habe 61 Tourismus pro Runde. Kolonialismus. Die gewaltsame Verbreitung der Vernunft. Aber wer verbreitet sie unter denen, die kolonisieren? Plus, das ist eigentlich ganz cool. Großer Wissenschaftler-Brunnen, da haben wir hier immer noch drin. Plus Wissenschaft, Kultur, Glauben und Gold durch jeden Stadtstaat, in dem ihr souverän seid. Den packe ich jetzt mal dahin. Und pfeift dann jetzt mal auf andere. Das können wir alles noch nicht machen. Na gut. Bauwesen. Bauwesen. Okay. Eine große Persönlichkeit. Einen großen Wissenschaftler, den rekrutieren wir doch gerne. Und wir haben mal wieder Gesandte. Irgendjemand hat mir ja Kumasi streitig gemacht. Finde ich ja nicht so nett. Da hole ich mir nochmal zurück. Tusha gehört mir noch, Buenos Aires gehört mir. Zanzibar hat mir der Peter weggenommen. Kabul hat mir der Saladin geklaut. Glaube ich's denn? So, ihr habt das gebaut, wie ich euch befohlen. Das ist nett. Geht ihr mal da hoch? Hier mal Päuschen.
Und du? Das ist ein fertiggestellten Campus. Natürlich. Zack. Dein Einfallsreichtum eurer großen Persönlichkeit hat neue wissenschaftliche Ideen freigeschaltet. Verbrennungsmotor, Computertechnologie. Und du gehst darüber und malst da dein letztes Bild. Heuwagen-Triptychon. So, jetzt haben wir hier ganz viel Werke. Ja, das klingt alles Tourismus. Da können wir jetzt eigentlich bei der Gelegenheit gerade hier nochmal die Weltrangliste gucken. Wie sieht's denn aus? Punktetechnisch bin ich sowieso nicht einholbar. Wissenschaftlich ist sowieso noch keiner irgendwo. Kulturell ist die Cleopatra ziemlich weit vorne. Ja, jetzt sind wir. Die hat einen Auswärtstouristen mehr als ich. Ich habe sehr viele Heimattouristen. Ein Tourist ist von mir überall mal hin. Das ist nicht so aufregend. Ja, und das ist ganz klar. Gyros hat seine Hauptstadt verloren. Alexander ist raus. Na gut. Im Moment will, glaube ich, bei mir auch keiner Urlaub machen wegen dieser Kriegsgerüchte. Mein Gott. Nur weil ich mich für den Kampf bereit gemacht habe. Man weiß ja nie, was noch passiert, ne? Aber gut, so sind sie eben. So, ja. Weiter geht's in der nächsten Folge. Würde ich mal sagen, ne? Und dann haben wir in der nächsten Folge bald einen Flughafen. Ach, das wird schön.